Schatzi, Haare schneiden. Und die kommen ganz schnell gerade. Ja, die Maschine natürlich immer in der Hosentasche. Und da geht das sofort los und da sind wir wirklich, also Spaß beiseite, wir sind dann wirklich nach 15 Minuten fertig. Da geht es bei mir einmal um die Dusche, sprich 2 Meter Fußweg, dann ist das Ding durch. Also. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir filmen uns heute mal wieder beim Haare schneiden, weil wir gemerkt haben, dass dieses Format in der Plauderecke auf josephit.de ziemlich gut ankommt, weil lustigerweise nutzen wir auch die Haarschneidemaschine schon seit Jahren, oder ich habe die auch schon seit Jahren, die Panasonic ER1411. Das ist nämlich so die Haarschneidemaschine, die wohl auch im Netz, so haben wir herausgefunden, am beliebtesten ist. Und jetzt zeigen wir dir einfach mal, warum wir auch diese Panasonic-Maschine so sehr lieben. Die hat schon so viele Jahre auf dem Buckel. Die kann immer noch Haare schneiden. Wie das funktioniert, siehst du jetzt in diesem Video. So, ich fange jetzt mal an, wie immer, mit Nummer 3. Also 3 cm, nee, 3 mm. 3 mm. Mhm. Richtig. Und mit den 3 mm machst du nur unten so ein bisschen, ne? Genau. Ich frage ja nur für die Zuschauer. Bisschen hier unten. Ich hoffe, man sieht genau in die Kamera meine Bewegung. Also, man geht da rein und dann, also, wie soll ich das erklären? So. Also, du gehst so wie in eine Kurve und nicht so rein, weil dann hast du halt keine Kante. Keine Übergang. Deswegen so nach draußen und immer mit leichter Hand. Ja, voll. Die Profi. Natürlich nicht. Die Profi-Tipps, ja. Ja, meine Rolle in dem Video ist die einfachste, die man sich vorstellen kann. Ich stelle ja nur meinen ausgewucherten Haarschnitt zur Verfügung. Und ich habe mich jetzt auch schon riesig drauf gefreut, dass wir endlich wieder Haarschneide-Video machen, weil das bedeutet natürlich auch für mich neue Frisur. Und endlich ist es soweit. Aber am Anfang muss ich immer nach unten gucken. Da kann ich jetzt, glaube ich, noch nicht so viel erzählen. Und ich muss mich konzentrieren, damit Stefan später keine Klatsche hat. Korrekt. Kannst du dir ein Zeichen geben, wenn ich wieder hochgucken kann? Ja. Jetzt kannst du. So. Am Anfang immer kurz nach unten gucken. Da werden sie die Übergänge gemacht. Und jetzt geht's weiter. Genau, ich habe ganz unten, wie du gesehen hast, hier so ganz unten und dann hier mit 3, damit halt, ja, man sieht, was man gemacht hat. Dass es ein bisschen kürzer ist als der Rest. Und jetzt nehme ich die Nummer 6 und mache ich das Gleiche. Dann fange ich mal hier unten an und dann tue ich immer diese Bewegung von nach draußen, damit man halt diese Übergang schaffen kann. Also nicht die Nummer 6, sondern 6 mm von der Länge. Genau, guck mal nochmal nach unten bitte. So, das ist deine erste Haarschnitt dieses Jahres, Schatz. Ziel. Ja, 2022, unglaublich. Neues Jahr, neuer Haarschnitt. Ja, ist wieder nötig gewesen. Ich glaube, unsere Haarschneide-Videos werden auch mit Mal zu Mal besser. Ja. Und willst du erzählen, was am 31. passiert ist? Na, weiß nicht, ob sowas in unseren eigentlich immer positiven Videos Platz verdient hat. Kann ich wieder gerade gucken? Warte, noch nicht? Ich warte noch kurz. Also, das an sich, was passiert ist, ist nicht positiv, aber das Lernen daraus, es ist sehr positiv. Vor allem, was Patti uns gezeigt hat. Du kannst nach oben gucken. Ja. Also tatsächlich wurde bei unserem Elternhaus, also bei meinem Elternhaus, der Briefkasten in die Luft gejagt.
Wir waren ja alle mal jung gewesen, haben verrückte Sachen gemacht. Aber wenn man dann betroffener ist von so einer Sache, dann freut man sich natürlich nicht. Hintergrundgeschichte an der Stelle, wir hatten so 15 Jahre beim Elternhaus eben den gleichen Briefkasten, so ein altes Ding. Und jetzt hatten die Eltern in der Schweiz einen neuen bestellt, so richtig schön mit Handgravur. Das ganze Ding kam irgendwie über 200 Euro, richtig cool. Und ja, da war ein Auto, das hatte bei uns geparkt. Und dann hat es laut geknallt, mir war direkt klar, Briefkasten. Bin ich runter und ja, hab dann auch noch probiert, die Verfolgung aufzunehmen, aber leider niemanden mehr erwischt. Bedeutet einfach Polizei gerufen, ja, Anzeige ist raus. Es war wahrscheinlich auch eine Serie gewesen, also irgendwelche Leute von außerhalb. Da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich groß, dass dort irgendjemand mal eine Kamera hatte und jemanden erwischt hat oder ein Nummernschild. Mal gucken, was danach rauskommt. Aber ärgerliche Geschichte. Doch, das ist gar nicht der Punkt, warum wir es erzählen oder ich, sondern der Punkt ist, mein Fadi, Vorbildfunktion in der Sache Nummer 1, weil bei mir war das schon so ein bisschen emotional, die ganze Geschichte, weil klar steht der Familienname auf dem Briefkasten und ganz dann neu. Kommt dann einfach jemand vorbei und wirft halt einen Polenböller, einen Tschechenböller rein, absolut nicht gut. Aber Fadi hat sich die Zeit genommen, 2 Tage nach Silvester, also 2 Tage hat es gedauert, um diese ganzen Einzelteile dieser Sprengung wieder zusammengeklebt, ne, mit so Schraubzwingen und mit Leim, mega cool. Und für mich war das so eine Metapher gewesen, wenn im Leben halt mal irgendwas aus dem Ruder läuft, wenn mal irgendwas, ja, Unvorhergesehenes passiert, um es mal so zu nennen, dann kann man die Sachen immer wieder in Ordnung bringen. Beziehungsweise, ja, habe ich auch viel darüber nachgedacht, was jemand mit seinem Karma-Konto macht, indem er einen Briefkasten in die Luft jagt, und was jemand mit seinem Karma-Konto macht, wenn er die ganze Geschichte wieder ganz macht. Und ja, ich glaube, damit kann man die Geschichte dann auch im vergangenen Jahr lassen. Ich habe meinen Frieden gefunden. Ja, aber war dann halt natürlich für uns jetzt ein sehr durchwachsener Start in dieses Jahr, weil sowas haben wir tatsächlich noch nie erlebt. Aber es ist, wie es ist. Ja. Die Maschine ist ein bisschen laut, ja. Aber ich glaube, das ist nur, weil sie in die Jahre gekommen ist, ja. Oder? Die neue sollen die nicht so laut sein. Ja. Aber bei uns werden die Sachen benutzt, bis es nicht mehr können. Ja, und obwohl das Lustige an der Sache, wie ich eingangs erwähnt habe, die neuen Maschinen sind leiser, hat Joseph gerade gesagt, mag sein, aber ich habe herausgefunden bei Google, das was am meisten gesucht wird und die Maschine, die am beliebtesten ist, es ist genau diese Panasonic-Maschine, wo ich am Anfang eben auch die Nummern vorgelesen habe. Und jetzt kommt der Witz bei der Sache, weswegen ich dir auch zu dieser Maschine raten würde, falls auch du vielleicht bei deinem Mann die Haare schneiden möchtest. Das Ding hier hat vielleicht, ich will nicht lügen, 8, 9, 10 Jahre auf dem Buckel. Bedeutet, wenn ich zurückdenke, weil wir damit angefangen haben, Haare zu schneiden, das war jetzt nicht mit der Josu, sondern damals noch ja, mit Freunden, Bekanntenkreis, Kumpels eben, da haben wir uns immer gegenseitig die Haare geschnitten, genau mit der Maschine. Und wir haben das jedes Wochenende gemacht und zu Bestzeiten waren da auch so, ja, weiß nicht, 10 Freunde mit dabei gewesen. Jeder hat jedem die Haare geschnitten, jeder kriegt die Einheitsfrisur. Und das hat alles diese Maschine gemacht. Der Akku ist natürlich jetzt nach wahrscheinlich tausenden Haarschnitten hinüber. Bedeutet, deswegen müssen wir hier bei unserem Modell immer das Kabel dran machen. Aber die funktionieren immer noch. Also Haarschnitt immer noch absolut top. Ja? Und da ist noch nie irgendwas gewechselt worden. Noch nie den Scherkopf gewechselt oder so. Ich hatte mal Öl in der Verpackung gefunden nach ein paar Jahren. Das hatte ich dann mal vorhin so drüber gemacht. Aber absolut genial. Also ich würde jetzt wissen, oder ja, wenn wir eine neue Maschine kaufen würden, ich würde genau diese Panasonic-Maschine definitiv wieder bestellen, auch in dem Wissen, dass die nächsten 10 Jahre wirklich funktionieren wird. Da hat sich über die ganzen Jahre wohl kein Konkurrenzprodukt so durchgesetzt und hat diese Maschine überholt. Also finde ich faszinierend. Absolut gigantisch. Ja. Vielleicht ein bisschen laut, ja.
aber läuft und läuft. Die Tür macht das richtig gut hier, habe ich das Gefühl. Ja. Die Seiten hast du schon fertig, oder? Ja. Und jetzt machst du noch oben? Jetzt mache ich oben ein bisschen Kurz mit die gleiche Maschine. Dann tue ich mit meinen Finger rein und dann halt das, was oben ist, tue ich das wegmachen. Damit ich die Sicherheit habe, dass ich nicht viel zu viel schneide. Am Anfang wollte ich immer mit Schere und Stefan so wie warum. Und dann hat er mir gezeigt, wie es sein soll. Und da ist super, weil es kürzer, aber nicht zu kurz. Ja. Und die Seite habe ich schon gemacht mit 3 mm, dann 6 und dann 12 bis hier oben. Und jetzt mache ich einfach nur die Spitzen. Schneide einfach nur die Spitzen. Also du machst deine Hand oben auf die Haare und gehst dann mit der Maschine drüber? Ja. Und welchen Aufsatz hast du da drauf? Was? Welchen Aufsatz hast du da drauf? 12. Hatte ich nicht gehört. Alles für dich, falls du aus dem Video so viel mitnehmen willst wie möglich. Und am Anfang habe ich bestimmt eine Stunde gebraucht. Jetzt geht es super schnell. Ja, aber einfach... Wenn man halt so ein bisschen das Gefühl hat, ja, ne? Am Anfang ist man natürlich noch so ein bisschen vorsichtig, man will nichts kaputt machen. Deswegen lieber erstmal ja, ein bisschen länger vom Aufsatz her starten. Geile Grammatik an der Stelle. Also vielleicht nicht mit 3 mm am Anfang unten die Ansätze, sondern vielleicht einfach mal die 12 nehmen oder so und langsam rantasten. Kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf die Frisur drauf an, die man bearbeitet oder gestalten will. Aber bei mir ist ja relativ einfach. Die Einheitsfrisur bedeutet Seiten kurz, oben lang. Und bei mir ist es immer so, ich sehe da keinen Unterschied zum Friseur. Also, absolut nicht. Da freue ich mich jedes Mal, dass ich mir diesen Weg erspart habe, irgendwie zum Friseur. Erstmal Termin zu machen, dann hinfahren, dann warten. Ja, man hat vielleicht ein paar nette Gespräche und kriegt noch ein Espresso. Aber ja, dann wieder zurückfahren, duschen und die ganze Geschichte. Und zu Hause ist doch schon wesentlich einfacher, ne? Also, wenn wir uns nicht gerade dabei filmen, um das bei YouTube hochzuladen, läuft es bei uns dann so ab, dass ich sage, Schatzi, Haare schneiden. Und die kommen ganz schnell gerade. Ja, die Maschine natürlich immer in der Hosentasche. Und da geht das sofort los und da sind wir wirklich, also Spaß beiseite, wir sind dann wirklich nach 15 Minuten fertig. Da geht es bei mir einmal um die Dusche, sprich 2 Meter Fußweg, dann ist das Ding durch. Also ich freue mich da jedes Mal riesig, wenn die Chose so nett ist und mir die Haare macht. Und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Auch weil man sich eben mega viel Zeit spart. Ne? So, jetzt bin ich fertig mit die Übergänge hier unten. Oben habe ich die Spitze geschnitten. Und jetzt nehme ich ganz vorsichtig die Maschine hier, ohne einen Absatz. Oder heißt das Aufsatz. So? Genau, damit man hier die Kante schön machen kann. Aber ganz vorsichtig, nicht reden dabei. Damit man hier nicht kaputt macht. So, jetzt kommt meine... Ne, ich muss ruhig sein. Du musst nicht ruhig sein, ich muss ruhig sein. Ach so, du? Ja. Aber ich bin auch immer. Beide Parteien benötigen jetzt höchste Konzentration. Das ist wie mit dem Titan Hula Hoop. Volle ja. Körperanspannung. Da haben wir jetzt beide schon unsere Erfahrung gemacht. Haben wir die Videos schon hochgeladen im Bereich Fitness. Ah, das war. Ich habe es mir viel einfacher vorgestellt. Und deswegen war meine Freude umso größer gewesen, weil. Genau diese heftige Überraschung, dass das Ding einfach mega krass ist, die habe ich mir so sehr gewünscht. Ich meine, warum bestellt man sich einen 108 cm Hula Hoop mit Noppen, der über 3 kg wiegt? Man will dann einfach ja, das Besondere, das Außergewöhnliche. Und das ist genau das, was dieses Ding abliefert. Ich glaube, heute ging unser 2. Video dazu online. Und da werden auch viele weitere folgen. Also... Das Ding ist wirklich richtig, richtig cool. Ja, voll krass. Ja. Jetzt können wir auch wieder schöne Videos machen, weil ich war ja frisch beim Friseur. Und die Ohren werden sogar noch mitgemacht. Kostet das extra, junge Dame? Nein. Oh.
Oh. Sehr schön. Guck mal kurz nach unten. Ja. Warte. Bleib so. So bleiben. So bleiben. Sehr schön. Und ich habe so ein Fenster, also sehe ich ja auch schon. Hinter mir ist noch ein Spiegel und ich sehe schon, perfekto, finde ich richtig cool, fühle ich mich definitiv wieder wohl. Eine Sache machen wir jetzt noch, und zwar, falls du unsere Haarschneide-Videos kennst aus unserer Kategorie ja, Plauderecke auf josephine.de. Jetzt geht es bei mir ab in die Dusche, bedeutet Kamera mal ganz kurz aus und dann zeige ich dir die ganze Geschichte nochmal frisch gewaschen, bisschen Wachs reingeknallt, oder würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, und da sind wir schon wieder. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das Duschen nach dem Haare schneiden ist immer noch eins der schönsten Gefühle auf der ganzen weiten Welt. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern um das Endresultat, und damit du das einfach für dich selbst beurteilen kannst, ob sowas funktioniert oder nicht, drehe ich mich einmal ganz kurz so ein bisschen um die eigene Achse. Und da siehst du ein bisschen, was die Josu gezaubert hat. Wir mussten jetzt leider hier wieder die Deckenleuchten alle ausmachen, weil das flackert hinten in der Dusche so ein bisschen das Licht, haben wir wieder gemerkt. Aber ich denke, man erkennt es trotzdem, weil hier haben wir ja auch noch ein Licht. Also schreib gerne in die Kommentare, was du vom Ergebnis hältst oder was du vielleicht auch schon für Erfahrungen mit dem Thema Haare schneiden, selber zu Hause Haare schneiden gemacht hast, quasi die Do-It-Yourself-Geschichte. Da freuen wir uns immer über Kommentare und einen Austausch. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann zeig uns das gern, indem du hier einmal kurz auf Gefällt mir drückst. Und noch mehr freut sich die Josu und ich natürlich, wenn du unseren Kanal abonnierst. Also einmal auf Abonnieren klicken, sodass wir zwei uns auch in einem der kommenden Videos wiedersehen. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist, und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Dein Stefan. Ciao.